Bis dahin hat der Panzerkrebs als nicht schmerzempfindlich gehalten. Darum haben wir wahrscheinlich auch schon gehört, dass es ihm nichts ausmacht, wenn man ihn in See ins Wasser direkt tut. Neuere Studien haben ergeben, dass das nicht so ist, dass der Panzerkrebs Schmerz empfindet. Und darum hat man im Tierschutzgesetz Anpassungen vorgenommen, dass man den Panzerkrebs jetzt zuerst muss betäuben muss, um den Schmerz unempfindsam zu machen und erst anschließend darf töten. Panzerkrebse sind Gliederfüßler, die besitzen ein Strickleiternervensystem. Das ist eine Nervenkette entlang vom Körper, die Verdickungen besitzt, die gewisse Funktionen vom Stoffwechsel und der Bewegung übernehmen. Also sie haben kein zentrales Hirn, wie man das von den meisten Wirbeltieren her kennt. Und das bedingt, dass man einen Panzerkrebs nicht mit einem Schlag auf den Kopf töten kann, weil man dort nur einen Teil der Nervenzentren zerstört, sondern zuerst muss mit Strom durchströmen, um einen Schmerz unempfindlich zu machen. Und anschließend darf töten im siedenden Wasser oder durch einen gezielten Schnitt durch den Nervenstrang. Der Kurs Panzerkrebs richtet sich an Gastronomen, die Panzerkrebse verarbeiten. Dort lernt man die fachkundige Betäubung und Tötung von Panzerkrebsen, Transportbedingungen und Lagerungsbedingungen vor Ort, die man einhalten muss, sowie die nötige Dokumentationspflicht. Man lernt aber auch, wie ein Vivier ausgestaltet sein muss, um die Tiere tierschutzkonform vor Ort halten zu können.